läuft aber richtig gut. Set. Die Haaland greift uns an. Ah, interessant. Ja, Bossen. Moin. Privat-Hack. Dankeschön für 25. Ah, jetzt ist gerade echt ein bisschen Salz in der Luft. Wenn ich einen Full-HP-DD von mir sehe, der es nicht für nötig hält, einen DD zu spotten, der direkt neben ihm steht. Mit einer Somas, der ein besseres Concealment hat als so eine Haaland. Finde ich einfach nicht cool. Dann ärgere ich mich auch mal darüber. Shibi Shibu, ich danke dir für dein Follow, moin. Das Problem ist einfach... Nee, keine Ahnung. Ich war nicht weit vorne. Ich war da, um den DDs Unterstützung zu bieten. Das ist der einzige Grund, wieso ich nach vorne gefahren bin. Und du wirst einfach wieder enttäuscht. Wenn da kein DD von uns gewesen wäre beim Cap, wäre ich nicht reingefahren. Auf keinen Fall. Ich bin rangefahren, weil die Somas vor mir hergefahren ist. Und wollte ihm da Unterstützung bieten. Und dann setzt er sich da an den Rand, nebelt sich ein und ignoriert die Haaland, die andere. Die Haaland, die bei uns noch war, die dann durch die Mitte gefahren ist, die hat die andere aufgemacht, nicht die Somas. Und da müssen die DDs einfach, keine Ahnung, mal ein bisschen was riskieren auch. Gerade wenn so viele Schiffe hinter ihnen stehen. Weil wie gesagt, die Sao vom Feind, die Aori und auch die Yamato, die standen super weit weg. Die Somas hätte auch immer noch einen Escape-Nebel gehabt. Jederzeit hätte sie sich einnebeln können, wenn sie aufgeht. Es war kein Radar da vom Feind. Es war minimales Risiko für sie. Aber die hätte den DD aufgemacht und wir hätten den DD relativ schnell rausgeschossen. Wahrscheinlich sogar bevor ihr überhaupt die Torps hätte rauslassen können. Ärgerlich, ey. Ja, jetzt halt doch die Klappe, du blöder Vogel! Super bescheuert. Er möchte nicht mehr... Ah doch, er möchte schießen. Haben wir noch eine Petro dort in der Mitte. Ja, das gibt's bei mir auch ab und zu, dass mal Salz verstreut wird. Wenn es gefühlt ununterbrochen schlecht läuft. Die Haaland steht halt immer noch dort. Das Ding ist, ich habe jetzt einen guten Conqueror kommt hier rüber, um uns zu helfen. Er muss nur aufpassen, dass er nicht zu nah ranfährt und alleine ist. Stalingrad. In der Mitte haben wir noch was. Haaland steht immer noch dort vorne. Wusste hat halt auch das Radar jetzt in Reichweite, leider. Eigentlich müsste ich hier wieder wegfahren. Oh, sie ist reingefahren. Wir machen das anders. Ich kann den Cap nicht holen. So oder so nicht. Fahr mal kurz raus und schmeiß Torps in die Richtung der Haaland. Vielleicht könnte ich auch nochmal ganz kurz an die Haaland ranfahren. Ich habe noch im Nebel ganz viele übrig. Die aufmachen. Unser Stalingrad müsste da eventuell auch helfen können. Er ist rausgefahren mit seiner Haaland tatsächlich. Die Petro ist gleich weg. Die kann auch nicht mehr zugehen. Schön. Wow. Okay yourself. Oh, den Namen kenne ich doch. Warte mal, ich gehe mal ganz schnell hier rüber und versuche die Haaland aufzumachen vor ihm. Dann noch eine Mine in der Seite. Uff, da kommen ganz viele Torps. Shit.
Na, die Halle ist hinter der Insel. Die ist hinter der Booster rum. Oder sie so ist so weit weggefahren, dass jetzt nur noch die Booster im RPF drin ist. Könnte auch sein. Da oben ist die Haaland. Ich glaube, ich kann den GK nicht mehr nebeln. Ich kann es versuchen. Das sind halt nur ein paar Sekunden, die er jetzt nochmal hat, bevor er irgendwie von irgendjemandem gespottet wird. Aber ob das was bringt, ich weiß es nicht. Ja, sein Heal kickt wieder rein. Sehr gut. Okay, er geht lieber auf CK statt auf mich. Ich hätte gleich wieder einen Nebel tatsächlich. Die Haaland ist wieder drin im Cap. Dann würde ich da gleich mal gucken gehen. Ich werde mal C wieder angreifen. Sunny Irish, hi. Und gerne Spieler, moin. Okay, Punkte sind ausgeglichen. Wir haben zum Glück schon drei Schiffe verloren, wir nur eins. DK kann sich gerade nochmal hochheilen dort oben, perfekt. Dann überlebt er auch noch ein bisschen länger jetzt. Das passt. Jetzt haben wir das Problem. Okay, die Stalin oben ist raus tatsächlich. Die haben nur noch die Booster, die Kremlin voraus. Die Haaland ist auch irgendwo näher dran sogar als die Booster. Die fährt jetzt in Richtung Mino. Booster kann uns nicht treffen, so. Er trifft aber richtig gut. Shit.
Haaland greift uns an. Ah, interessant. So, er weicht jetzt den einen Tops aus. Nimmt aber dann zwei, drei vielleicht sogar. Tatsächlich drei, ja. Oh, wow, 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 mein Ruder ist kaputt. Stopp. Ui. Nice, der Schaus. Dann gehen wir mal rüber Richtung B. Schauen wir da mal kurz. Hallo Rosetta Stone, moin. Vielleicht war es gerade auch nicht so ganz fair, dass ich dem Soma-Spieler irgendwie da alles wieder in die Schuhe geschoben habe. In der Situation. Ich hätte eventuell schon ein bisschen vorsichtiger sein müssen mit meinem Kurfürsten noch. Naja. Passiert mir immer noch viel zu oft, dass ich irgendwie vorfahre und Dinge von anderen Spielern erwarte. Und am Ende passiert es nicht und dann rege ich mich drüber auf. Oh, eine Z. Interessant. Ja, er versucht natürlich jetzt das typische Z-Gameplay. Aber da ist schon wieder das Counter-Raider von der Moskwa, welches sein gutes deutsches DD-Gameplay komplett zunichte macht. Oh, verdammt. Audacious CV. Hallo. Er ist noch abgefackelt, wow. Okay. Er geht jetzt auf die Moskau, oder? Dankeschön, Dream. Für den Follow, moin. Hallo. Okay, wir müssen jetzt ganz schnell den B-Cap einnehmen. Ich kann mir vorstellen, dass die Haaland gleich wieder versuchen wird, C-Cap einzunehmen. Der, ja, macht sie auch. Unser Stalingrad fährt jetzt hier mal rein. Dann gehe ich aber rüber Richtung C wieder, Leute. Muss ich! Dankeschön, weiß nix. Auch für dein Follow, moin. Ja, es ist immer einfach, oh verdammt, zuerst die anderen zu kritisieren. Wenn man dann aber mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, also im Nachhinein, dann, und das sollte man auch, das sage ich den Leuten auch immer, dann wird man rausfinden, dass man selber auch relativ oft schuld an irgendwelchen dummen Situationen ist. Interessant. Mein Nebel hat einfach gar nichts gebracht, weil ich die ganze Zeit auf halber Geschwindigkeit gestartet bin. Ah, oh, danke schön. Das war gut, dass Audacious da gerade mitgemacht hat. Ich habe das richtig vergeigt. Ich bin gerade mit halber Geschwindigkeit gefahren. Statt mit Viertels, wie ich wollte, und dann war ich zu schnell erst. Dann bin ich raus aus meinem Nebel. Tadüm. Da hätte ich eigentlich gerade drauf gehen können. Müssen eigentlich sogar fast schon. Aber das stimmt ja, was ich gerade sagen wollte. Wenn man länger drüber nachdenkt, sich das nochmal ins Gedächtnis ruft, dann fällt einem meistens dann hoffentlich auch ein, dass man doch hätte selber auch anders spielen müssen an der Stelle. Aber ja, es ist einfach natürlich immer erst die anderen zu kritisieren, logisch. Deswegen sieht man das auch so häufig. Und in der Situation war ich gerade richtig kurz. Einfach, weil der ganze Tag schon nicht so gut lief mit den Battleships. Bisschen angenervt. Nicht nur ein bisschen.
Smokescreen set. Hat er sie jetzt zurückgeschickt oder nicht? I'm not quite sure. Die Moskwa kriegt auch einen Lob. Naja. CK yourself. Ist jetzt leider raus, oder? Das überlebt er nicht. Hugo Live kriegt eventuell noch den A-Cap und ich fahre mal in Richtung Audacious. Wir haben noch 4 Minuten. Wir könnten sogar noch in Reichweite kommen für unsere Hauptbatterie auf jeden Fall. Die Torps möglicherweise. Wir haben noch einen Heal übrig. Vielleicht können wir sie sogar abfangen. Oh je. Wobei das jetzt ein bisschen schwierig werden könnte. Er hat doch in die andere Richtung gedreht. Aua! Aua! Boah, CK. Ah, ich weiß nicht, vielleicht. Ich weiß nicht, ob der Nebel so viel gebracht hat. Ob du dadurch tatsächlich zugehen konntest und nicht mehr beschossen werden konntest. Für die paar Sekunden, damit du dich wieder heilen kannst. Das war zumindest der Gedanke dahinter. Audacious. I want you. Kaputt. Guck, das war doch jetzt eine coole Runde. Ja, und die macht direkt mehr Spaß, ey. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, Battleship ist heute einfach nicht drin. Zerstörer macht aber Spaß. Direkt eine 3000er Base-Runde. Uff. Aber woher? Die Z? Okay. Ordentlich Damage gemacht. Haaland? Auch. Kremlin, Audacious war jetzt nicht so das, was uns am meisten Punkte gebracht hat. Ich glaube, die zwei Caps waren auch nochmal mit dabei. Und die beiden Zerstörer halt. Naja. Oh,